in diesem Video schnell gezeigt, wie ihr anhand des Reconnect Recorders in Shadow Unloader die Möglichkeit habt, euren Router automatisiert zu reconnecten, auch wenn er nicht in der Routerliste von Shadow Unloader aufgeführt ist. Als Beispiel habe ich einen TP-Link Router und ich beschreibe euch jetzt das Vorgehen, wie ihr dann eben zu einem erfolgreichen Skript kommt. Also als erstes surft ihr die Seite wieistmeineip.de an oder eine beliebige andere Seite, die euch eure IP anzeigen kann, die ihr im Moment innehabt, und das ist diese Nummer hier. Und unser Ziel ist es ja jetzt genau, die zu ändern. Und dann ist der nächste Schritt, das Webinterface des Routers aufzurufen. Das bei meinem TP-Link jetzt wäre die Adresse 192.168.1.1 möglich. Wie das bei eurem Router genau ausschaut, das müsst ihr im Handbuch schauen, auch nach Passwörtern oder ähnlichem, was ihr dann eingeben müsst. Und jetzt müsst ihr hier eine Möglichkeit finden, den Router zu recorden. Bei mir gibt es eine Möglichkeit, indem ich hier auf Erweiterte Einrichtung und dann auf ADSL klicke. Bekomme ich hier diese Optionen angezeigt. Und wenn ich jetzt hier auf Speichern klicke, sollte er einen Reconnect ausführen. Um das zu überprüfen, schauen wir nochmal hier auf unsere Wie ist meine IP. Da haben wir die 156 und 169. Und wir gehen jetzt hier auf Speichern und schauen gleich, ob dann auch eine neue IP zustande gekommen ist. So, speichert ist es. Jetzt müssen wir hier die Seite Wie ist meine IP.de neu laden. Und wir sehen schon, die IP ist erfolgreich geändert. Also haben wir jetzt die Möglichkeit gefunden, den Router zurückzusetzen, und diese Möglichkeit wollen wir jetzt dem Shadow Unloader auch beibringen. Also dazu öffnen wir ihn und klicken hier auf Create New Script. Vorher aber hier die Router-IP, Username und Passwort eingeben. Und wir sehen hier, die IP stimmt, also können wir direkt auf Start klicken. Kommen so aufs Webinterface und machen jetzt quasi den gleichen Schritt nochmal, den wir gerade schon mal gemacht haben. Hier auf ADSL und speichern. Und jetzt sollte Shadow Unloader automatisch erkennen, dass die IP sich geändert hat. Da müssen wir jetzt einen Moment warten. Das kann einen Moment dauern. So, und jetzt bekommen wir die Meldung, der Reconnect war erfolgreich. Möchten Sie jetzt speichern? Ja, das möchte ich. Muss jetzt hier den Modellnamen eingeben, den Hersteller, das TP-Link. Die Firmware-Version, die ist auch wichtig, weil das kann sich ändern. Deshalb gehe ich hier mal auf Status. Und dann die Verbindung. Gehen wir wieder auf unser normales Verbinderface. Hier auf Status. Und dann sehe ich hier die Firmware-Version, die kopiere ich mir einfach raus. Gebe sie dort ein. Und verfahrt. Und wir gehen nochmal auf Wie ist meine IP.de, laden nochmal neu, weil jetzt hat sich die IP ja nochmal geändert. Also wir sehen auch, wir haben eine andere. Und jetzt einfach nochmal hier testen, ob das auch so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Und wir sehen schon, Reconnect erfolgreich, die Meldung kommt. Wir haben jetzt nach ziemlich genau einer Minute einen Reconnect durchgeführt, sehen hier auch die neue IP stehen. Also unsere Sache funktioniert. Jetzt können wir allerdings noch etwas Kosmetik machen. Und zwar, wenn ich sage Edit Script. Wir haben hier unsere wichtige Zeile, das ist die hier. Die ist für den Reconnect zuständig. Und ich vermute fast, dass wir alles andere rauslöschen können. Immer diesen Anfangs-Tag noch da lassen und natürlich diesen Block auch. Und ich lösche jetzt einfach mal alles raus. Wir können es ja einfach mal ausprobieren, ob uns diese Zeile nicht einfach reicht, und speichern und führen wieder einen Test durch. Und auch hier Reconnect erfolgreich. Das heißt, dieser eine Schritt, der jetzt noch in dem Skript vorhanden ist, reicht völlig aus, und die anderen konnten wir also problemlos weglöschen. Das war jetzt hier nur mal ein beispielhaftes Vorgehen. Ihr könnt es ja mal bei eurem Router ausprobieren, und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne die Kommentare nutzen.